Ladies and Gentlemen, es wird wieder Zeit für Polizei gegen Dieb. Aber nicht einfach so, sondern mit einem Glücksrad Random SUV. Denn wir haben heute die Kategorie SUVs und wir haben 1 bis 144 Fahrzeuge. Dazu ein Glücksrad mit 1 bis 144 Fahrzeugen, Leute. Es wird zufällig entschieden, welches Auto wir bekommen. Und als erstes stelle ich euch die Polizisten vor, die mich heute jagen. Nämlich Officer Blackjack und Officer Amir. Und ganz kurz, check, alle Einheiten. Prostig, wieder am Durchdrehen. Check, ja, die Autos, ihr kriegt den Easy Lesson Loop. Ja, check over. Na, Jungs, wir werden sehen. Das kann sein, dass wir heute gute SUVs bekommen oder schlechte. Ich würde einfach sagen, damit das Ganze klar wird, erstmal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Und jetzt werde ich den ersten SUV bekommen, Jungs, den ich klauen muss. Seid ihr ready? Seht ihr das Glücksrad genau jetzt, Jungs? Wir sehen es. Ja, ich habe kurz Like und Abo dagelassen. Weil perfekt, danke schön. Es dreht sich schon, Jungs. Es sieht so winzig aus, aber eine Zahl ist die Zahl meines SUVs und zwar die Nummer 100. Okay, der wird removed. Ich spawne den Vehicle SUV Nummer 100, Leute. Ich bin echt gespannt, was es ist und welches Auto es sein wird. Vom Namen her steht da Uber. Kalinen, Alter. Ich krieg den Offroad Super, ey. Oh mein Gott. Boah, ist der schnell. Alter, viel Glück, Jungs. Viel Glück, das ist der erste Wagen. So, Jungs, jetzt ist einer von euch dran. Wer will als erstes? Ich. Okay, Ami ist der Nächste. Wir drehen für ihn das Glücksrad. Und zwar bekommst du jetzt alles außer die Nummer 100. Und ich sag euch so, fängt doch schon mal super an für mich. Ami bekommt die Nummer 31, weil er ein 31er ist. Okay. Applaus. Sponsst du selber? Warte, ich guck sogar, was der Name ist davon. Oh. Nee, ist nicht so gut. Nein, ist nicht gut. Ja, ist okay, aber es hätte ich auch schlechter treffen können. So. Der ist gar nicht gut, Digga. Da kann ich lenken. Ja, sehr gut. Freut mich gut, dass ihr... Darf ich noch neu spawnen? Nee. Das ist dein SUV. Park den jetzt kurz weg. Ich bin jetzt mit dem nächsten Auto, was geklaut wird, dran. Kann ja auch sein, dass ich jetzt Schrott bekomme, Bro. Es ist ja nicht immer alles glücklich. Aber es ist jetzt erstmal die Nummer 25. So, wir gehen auf SUV-Kategorie, Leute. Und zwar die Nummer 25 ist der Brabus Ghost. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sehe den gar nicht. Wie? Ah, jetzt. Nee, warte mal. So, jetzt habe ich hier noch sogar... Guck mal, ich habe wieder einen Rolls-Royce. Jungs, soll ich direkt Rolls-Royce-Klasse machen? Boah, ich krieg einen Brabus. Rolls-Royce ist nicht mal wirklich ein SUV, ist aber in der Kategorie des SUVs. Deswegen, ich kann auch gerne noch einen Rolls-Royce ziehen. Zwei Rolls-Royce. Komm schon, ich will jetzt. So, du bist jetzt dran, Blackjack. Wir gucken jetzt, was du bekommst, und zwar die Nummer. Es dreht sich. Welche Polizeiauto bekommst du? Die Nummer... 54, glaube ich, oder? Ja, 54. Ja, okay. Schauen wir mal an, was es ist. Die Nummer es 54. Steht da schon ein cooler Name? Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Oh, ein 6x6, okay. Okay, ja. Ja, es ist ein Elektroauto. Geht so, ne? Geht so. Also ich sag euch so, farblich habt ihr schon mal beide gute Autos. Beide rot, könnt ihr auch so lassen. Ja, Jungs, also ich sag euch so, heute wird's doch ein bisschen schwerer für euch als gedacht. Denn ich drehe jetzt das letzte Auto, was ich klauen muss. Und wir sind gespannt, Leute. Was wird es sein? Es ist die Nummer... Oha, eine kleine Nummer. Die Nummer 3. Okay. Okay. Die Nummer 3 ist einfach... Es ist... Oh mein Gott, ein Range Rover Mansory. Also, Jungs... Ich will ja nichts irgendwie sagen, aber seht ihr bitte meine Autos, die ich heute klaue? Ich klaue ein Offroad Rolls-Royce Cullinan, ein Range Rover Mansory und ein Brabus Ghost. Also Leute... Das Ding ist, eine ist gar kein SUV, eigentlich müsst ihr das neu machen. Wieso? Das Glück. Ja, der Rolls-Royce, der eine ist kein SUV. Und jetzt? Das war in der Klasse drin. Was soll ich machen? Ich nur kurz gesagt, das Glücksrad hat halt entschieden, dass ich einen Rolls-Royce Brabus bekomme. Jungs, ich würde sagen, wir verteilen die Autos und dann geht es los. Let's go. Okay, Jungs, ich würde sagen, ich habe die Autos positioniert, noch extra bunt für euch gefärbt, dass ihr später vielleicht ja was seht. So, weißt du, ich meine, vielleicht seht ihr dann besser alles drum und dran. Und es ist doch schon mal super, Freunde. Also ich sag euch so, wie es ist. Ich hätte an eurer Stelle jetzt einfach gesagt, Jungs, Rustic, nehmt alle Fahrzeuge. Wir machen heute eine Donutpause. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt.
Wollt ihr eine Donut-Pause machen? Geh Autos holen. Okay, dann gehe ich jetzt die Autos holen. Dann macht die so lange eine Donut-Pause, ja? Okay, mach. Okay, perfekt. Ich hole jetzt das erste. Hast du schon? Was denn? Ja, Auto geholt. Ja, ja, habe ich schon das erste. Leute, das ist das Problem an Rossack. Rossack ist viel reden, aber nichts dahinter sein. Ich habe das erste Auto schon geholt, Jungs. Kein Problem für mich. Also wie fahren eure Autos denn heute? Wie fahren? Das obere Auto sogar gefärbt. Ich habe alle, habe ich doch gerade gesagt, ich habe sie extra alle bunt gefärbt, damit ihr später sie besser sehen könnt. Aha. Ja klar, ist doch wichtig, oder nicht? Wichtig und richtig. Oh Gott. Was, oh Gott? Oh, oh Gott. Oh Gott. Er ist irgendwann im Auto. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ist das crazy. Oh mein Gott, hier das erste Auto geklaut. Oh. Ohne, dass ich was gemerkt habe. Das obere ist noch da. Also unten und Mitte ist es noch da. Der obere ist auch noch da. Ist halt Rostock, wie gesagt. Viel reden, nichts dahinter sein. Jungs, ich bin halt einfach da, wo ich bin. Ja, Rustik, was machst denn du? Ich? Bist du wieder auf irgendeinem Dach? Bist du irgendwo oben? Mhm, ich bin auf irgendeinem Dach oben und hab das erste Auto geklaut. Hat er echt das mittleres weg? Ja! Blackjack, du bist doch da! Ja! Ja, ich sehe ihn, ich seh ihn, so langsam, ey! Ich seh ihn! Jungs, er fährt wieder auf die Autobahn, ey, das ist doch... Ja, bitte, was hast du zu sagen, Blackjack? Ey, wo ist der hin? Der ist wahrscheinlich gejumpt, lass hinterher jumpen. Ich bin... Aus Spaß, bin da! Wie? Ich bin gejumpt und dann Spaß, ich bin da! Nee. Bro, ich hab gesehen, wie du da runtergefahren bist. Ja, es komm her. Oh mein Gott. Also ich sag euch so, wie es ist. Es ist super. Das Auto backt voll rum. Das sieht man voll krass. Echt? Oh. Ja. Meins, meinst du? Ja, deins ist am Leuchten. Na gut. Also ich sag euch so, ich bin froh, dass ihr noch keinen Platten getroffen habt. Das hilft mir viel. Ach, sind keine Dings? Nö, ich hab... Schuss nicht Reifen? Ich hab keinen Schuss. Oh, Digga, ich hab gar nicht auf die Reifen geschossen. Ich hab auf dich geschossen. Sehr, sehr gut, Jungs. Mein Auto ist ein Drift-Auto. Sehr, sehr gut, Jungs. Meine Karre ist auch, Alter. Also ich find's gut, ich werde euch einfach outperformen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir auch mal die Performance auspacken. Ahnung, wo der ist. Ich sehe ihn, er fährt gerade in die Stadt. Wieder rein. Ich bin oben auf der Brücke. Okay. Ja, toll. Sei du schön auf... Oh Gott. Da ist er hintergefallen. Irgendwo da geradeaus, aber wohin jetzt? Keine Ahnung. Da ist er, da steht er doch. Wo? Oder? Nee, doch nicht. Kanalisation? Ja, da unten, ne, das bist du. Ja, doch, der ist da. Jungs, ich sag euch so, wie es ist, es tut mir heute wirklich leid, aber heute müsst ihr echt eure Waffen gut einsetzen. Ja, Bro, unsere Autos sind halt kompletter Müll, ich treff den nur. Was soll ich denn machen, wenn das Glücksrad halt auf meiner Seite ist, nicht auf eurer? Was soll ich denn machen? Hab ich mir den Range Rover Mansory hier ausgesucht? Nein, hab ich nicht. Ja, kann sein, werde ich einfach so gespawnt. Werde ich es ausnutzen? Ja, werde ich. Ihr habt alles gesehen. Ahnung, ihr habt alles gesehen mit Glücksschritt, allem drum und dran, ja, Jungs. Tut mir doch leid. Es tut mir doch wirklich leid. So, ich glaube, das erste Auto ist hiermit geklaut. Ja, keine Ahnung, wo du bist. So, ihr dürft auch gleich. Ja, warte noch. Ja, okay, er cheatet. Ich schwöre auf alles, ich bin da, rumgefahren, so, ich sehe dein Auto durchparken. Ja, ich schwöre auf mein Auto. Ah, da drüben, ja. Ja, durchparken. Dein Auto? Weißt du, das Ding ist, ich mach noch so auf korrekt, ich park noch so das schön rein. Aber weißt du was? Ist okay. Das Ding ist, dein Auto blinkt halt bei mir die ganze Zeit. Ja. Ich krieg keine. Der ist wieder links rein, der ist wieder rein. Oh, jetzt hab ich gerade einen Reifen bekommen. Es blinkt geisteskrank. Ja, würde ich auch sagen, wenn ich cheaten würde als Polizei. Ich weiß, Leute. Das Glücksrad ist gegen euch. Das Auto und heult rum. Das Glücksrad ist gegen euch. Weißt du? Ich weiß, was ich machen wollte eigentlich. Ich sagte hart auf hart, ich wollte in diese Werkstatt da reinfahren. In Customs? Ja. Und dann bist du übelst durchgeblinkt. Mhm. Er hat den Jump nicht geschafft. Hat er? Doch, er hat den Jump geschafft. Mhm. Oh nein, also unlucky. Oh mein Gott, du bist oben gelandet. Ja. Ich seh's gerade. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Das war's mit Amir. Ja, aber mein Auto immer noch wegdriftet. Bro, was soll ich denn machen? Aber ich sag so, das Auto ist jetzt ziemlich schlecht gewesen. Als du die Reifen getroffen hast, ab dem Moment war es dann auch Feierabend fürs Auto. Aber ich glaube, jetzt sollte ich entkommen sein. Jetzt. Ja, keine Ahnung, ich bin da oben stuck. Keine Ahnung. Jungs, ich versteck mich hier, ich park das Auto. Ich sag euch so, war eine klare Sache. Range Rover Mansory, guck mal, wenn der schon so krass war, ich will gar nicht wissen, wie ihr beim Rolls-Royce Cullinan Probleme haben werdet, ne? So, Jungs,
Ich verstehe aber jetzt, was ihr mit Bagen meint. Ich sehe es gerade, das flackert so, wenn man weiter weg ist. Aber ihr dürft euch zu mir porten, damit ihr versteht, wo es ist. Ich glaube, hier hättet ihr es eh nicht mehr gefunden. Kommt ruhig her, Jungs. Ich verstecke mich nämlich gerade unter der Brücke. Und das Auto ist auch hier unter der Brücke versteckt. Ja, genau, ja, vor Blackjack. Da ist das Auto. So, erstes Auto geklaut, 3 Leben. Heute wird es vielleicht ein... Ich klaue einfach alle Autos, ohne dass ihr mich einmal erwischt. Let's go. Ja, Bro, mit solchen Loser-Autos. Also ich sag euch ehrlich, Jungs, ja, heute macht die Folge Spaß. Ich sollte, glaube ich, öfter mit Glücksrädern arbeiten. Gefällt mir ganz gut. Das Ding ist... Bei der nächsten Glücksrad-Folge bin ich nicht dabei. Das Ding ist, was halt super ist, ist halt... Wow. Übrigens, der Blackjack passt auf Vögel auf. Warum? Ey, hallo! Ey, soll ich euch als Funfact sagen, wie ich das... Der dupliziert mein Auto! Soll ich euch als Funfact sagen, wie ich das erste Auto geklaut habe? Du warst ein Vogel. Ich war ein Vogel, Jungs. Ey, warte mal auf, Rosak, du machst doch auch immer deine eigenen Regeln, ne? Mhm. Wie wär's denn? Haben wir einen Joker oder so, dass wir einmal Auto tauschen können? Doch, nee. Eins. Wieso? Zwei. Wieso denn? Drei. Wieso denn ein Joker? Bis Auto tauschen? Du machst deine Regeln selber immer, was dann können wir das rauch. Was ist das denn jetzt für ein Argument, dass ich meine Regeln immer selber mache? Was ist das für ein Argument? Das ist kein Argument, das ist eine Tatsache. Es ist keine Tatsache, ist auch kein Argument oder sonst was. Es ist einfach, weil, guck mal, wieso sollte ich das jetzt zulassen, dass du einfach Auto tauschst? Hä? Was denn? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was geht, Rustig? Oha, oha! Was geht, Rustig? Oha, ja, erst bei mir. Instant 2 Plus. Oh mein Gott. Oh, direkt. Wie clean bin ich gerade am, Blackjack vorbeigefahren? Das war sauknapp, aber wirklich sauknapp. Übel geil. Also ich sag euch so, meine ganze linke, rechte Seite ist platt. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nee. Oh nein. Oh nee. Mein Auto kann nicht mehr so gut abbiegen, Jungs. Oh Gott. Wollen wir das Ganze vielleicht verschieben und einfach so machen, dass wir jetzt sagen, Jungs, es reicht. Guck mal, das Ding ist... Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht... Ja, was ist das Ding, Bro? Ich mache... Oh. Noch einer? Was? Was geht, Rustig? Ich bin da! Digga, also, Ami ist richtig sauer, das merke ich jetzt schon. Den bricht schon bis jetzt sein Auto richtig, der ist richtig unhappy. Was ist das denn? Ey, Bro, das gibt's nicht. Was denn? Was passiert? Ah! Wo ist eigentlich Blackjack? Ich hab den LKW gecrashed. Wo ist eigentlich Blackjack? Ja, ich bin bei Ami. Dreh um, geht hier wieder runter. Oh mein Gott, ist mein Auto schlecht gerade. Ja, ich seh ihn. Also ich fahr gerade einfach nur Schlittschuh. Digga, ich werde dir jeden Reifen platt machen, dann werde ich dich platt machen. Ich hab nur einen noch. Erstmal auf Autobahn, erstmal auf Autobahn. Ich hab nur noch einen, Bro. Erst nach links. Ich muss hier gerade wirklich volle Konzentration, weil... Jede Rechts-Links-Bewegung ist Bro, halt... Bro, mein Auto ist der größte Müll. Da fahre ich mein anderes Auto auf 4 Plattenreifen, das fällt wahrscheinlich besser. Echt? Ja, mein Auto ist Katastrophe. Die Autos sind beides komplett Katastrophe, die fahren sich wie... Keine Ahnung. Jungs, guck mal, wenn ich entkommen sollte, mache ich euch ein Angebot, ihr dürft jeder nochmal das Glücksrad drehen. Och, ich kann nicht bremsen. Hat Blackjack gerade der Army weggehauen? Ja. Nein. Als auch. Er ist andere Seite, er dreht um. Digga, mein Auto. Mein Auto hat gerade Breakdance gemacht, sorry. Digga, er brannt mich weg. Und tschüss, Amir. Und heiz. Ja, Blackjack hat mich schon wieder weggehauen. Echt? Ich kann nichts dafür. Ja, also er haut mich die ganze Zeit weg. Also ich kann. Also ich spiel gerade. Ey, mein letzter Reifen ist platt gegangen. Oha. Ja, den habe ich platt geschossen. Blackjack hat mich weggehauen. Digga, Blackjack. Ja. Warum? Auf die falsche Seite. Warum machst du sowas, Blackjack? Digga, warum fahre ich eigentlich gerade Oh Gott, ich verliere Öl. Oh, er verliert Öl, verliert Öl. Oh Gott, nee, das wird nichts. Also ich... Schon. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr abbiegen. Digga, Blackjack, bitte, er haut NPC-Autos vor mich. Mach weiter was soll ich machen? Du schießt und dann ziehen die rüber. Nein, ich kann nichts machen. Ey, jetzt hätte so ein typischer Blackjack-Move kommen können, dass er mich einfach die Brücke runterhaut. Ich hab schon 5 Kilometer vorher gebremst. Nein. Egal, wir haben es nur geschafft, weil ich instant 2 Plattenreifen habe, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Ja, ich glaube, da muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt einen Plattenreifen bekomme. Aber ist okay, ein Leben weniger ist okay. Sei euch kurz der Triumph gegönnt, Leute. Digga. Wir reparieren das Fahrzeug, bringen es wieder zurück und ich würde sagen... Komm, damit ihr nicht rumholt, ihr dürft beide nochmal das Glücksrad drehen. So, Jungs, ihr habt ein Leben wegbekommen und als Dankeschön bzw. Preis bekommt ihr einmal das Glücksrad drehen. Wer will anfangen?
Ich. Okay. Amir, das Glücksrad dreht sich für dich. Kannst du löschen, das Rad dreht sich schon. Es ist die Nummer 26. Was ist es? So, wir kontrollieren nach. 26 ist... Oh! Okay. Sehr geil. Okay. Ist okay, ist interessant. Jetzt kommt Blackjack sein Auto. Das heißt, Amir hat ein Upgrade gemacht. Vielleicht macht Blackjack nochmal ein Downgrade. Und oh, das wäre... Nee, noch schlechter geht doch nicht. Die Nummer... 96. Okay, da bin ich jetzt auch gespannt, was Blackjack da bekommt. 96. Wir haben C Custom steht nur da. Oh! Oh mein Gott, Offroad Lambo. Let's go. Oh mein jetzt Gott. Jetzt macht mir die Folge wieder Spaß. Was haben die Polizisten für... Okay, ein Leben habt ihr bekommen, ein Upgrade habt ihr bekommen. Das bedeutet jetzt, Freunde, dürfen wir wieder klauen gehen. Let's go. So, Jungs, meine kleinen neuen Upgrader, ne? Seid ihr zufrieden mit euren Fahrzeugen? Auf jeden Fall deutlich besser wie vorher. Ja, freut mich, dass es euch gefällt, Freunde. Aber diesmal kommt der Polizeieinsatz. Nicht von euch, sondern von jemand anderen. Und zwar haben wir hier... Autos hier kopiert. War, und jetzt? Die am Rumfahren sind. Gar nicht, die fahren gar nicht rum. Oh mein Gott, hab ich das gerade weggehauen. Okay, ja gut. Obere Autos ganz sicher. Okay. Ich gucke gerade Blackjack, du kannst mir sagen, wieso du das Auto wegschiebst da? Weil ich Lust dazu hab. Okay. Perfekt, dann... Verschaffe uns einen Vorteil. Das ist schon knapp am Schummlerei hier, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ey. So, dann werde ich dich hier barrikadieren. Ey, hallo. Was denn, Blackjack? Hör mal auf mit dem Zeug. Warum denn? Die Autos kopieren hier. Okay, ich hör auf, Blackjack. Tut mir leid, wirklich. Aber bist du noch oben? Ja. Ey, der kommt mit Kabine. Oh mein Gott. Digga, okay, Platterreifen tut schon weh beim Kalinin gerade. Ja, das tut mir gerade gut. Aber der Kalinin ist schnell, Jungs, alter Schwede. Also Jungs, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, oh aber Gott. Ich glaube, das war es für euch. Ja. Er ist umgedreht. Er fährt auf der anderen Seite. Ja, und jetzt wieder auf die andere Seite. Und jetzt dreht er wieder um. Hä? Wie Platterreifen? Ey, was machst du? Digga, er schießt mit Platterreifen durch die Seite. Oh, viele. Ja, weil ich gut bin. Bro. Oh mein Gott, jetzt hört er sich ja so Müll. Okay, das war's. Digga, ohne Dinger ist vorbei für mich. Jungs, muss ich auf Glück hoffen, dass ich entkomme. Auf ganz viel Glück. Digga. Nee, ich bin doch hinter dir. Nee, wo bin ich denn? Hin? Doch. Wo bin ich denn? Hinter dir. Digga, ich kann nicht mehr fahren, Digga. Er dreht sich halt die ganze Zeit wie so ein Beyblade. Bro, ich... Ja, weil ihr... Komm, wir machen den vorderen auch noch platt. Digga, weil ihr halt... Ich jetzt OP-Autos habt und euch stark fühlt. Nein, Digga. Ich wollte ihn voll wegrammen. Ich wollte ihn voll rammen, schade. Okay, ich seh's. Boah! Nein, geschafft. Ich bin nicht drauf. Er ist hinten runter. Ja, okay. Ich seh ihn. Er versteckt sich hier. Der Kalinin ist ein bisschen zu groß. Digga, das Ding ist, ich komm hier, glaube ich, gar nicht weg. Komm, ich bin der letzte Reifen auch noch. Ey, oh, wie? Ich komm weg. Okay. Ey, nein! Oh mein Gott. Ich komm hier nicht runter. Er ist runtergefahren. Ich bin bei. Oh mein Gott, alle Reifen platt. Digga, wollt ihr mal chillen? Digga, kaum habt ihr mal ein gutes Auto, seid ihr so ekelhaft. Ja. Wir müssen das erste Auto rächen von dir. Nee. Jungs, ich sag euch ganz... Oh. Er ist wieder runtergejumpt. Ja, ich seh ihn. Er ist bei mir. Er fährt wieder die Brücke hoch. Ja, ich seh's. Ich bleib nach oben. Digga, was ist das denn? Ich kann nicht mehr fahren, nichts. Ja, mein Auto, ich sag dir ehrlich, mein Auto ist zwar ein bisschen besser, schneller, aber es driftet immer noch. Echt? Ja. Okay. Oh, hinten. Okay. Das Ding ist, jetzt habe ich eine verloren. Wo ist der? Toggle mich. Okay, Konzentration, Leute. Immer schön konzentriert bleiben. Was war das denn? Bro, ich kann nicht abbiegen. Was soll ich denn machen? Ach so, Entschuldigung. Ja gut. Ich fahr wie ein Beyblade einfach nur rum. Was geht, Rosek? Ich kann nicht viel machen. Er fällt wieder zurück. Wow. Oh, ist der damit ausgewichen? Digga, ich hab gesehen, wie Blech... Nein. Oh, er brennt? Nein. Lol, weil er so viele Rampen... Digga, ja, was soll ich denn machen, Digga? Ich sag euch ganz ehrlich, nächstes Leben ist wieder euer Auto-Change-Run. Ganz ehrlich, ja. Ihr habt wieder ein Leben, haben wir gerade bei dem anderen gemacht.
Das heißt, ihr werdet gleich nochmal schön euer Auto changen. Okay. So, ganz ehrlich, weißt du, ich bin so nett, gib dir noch so gutes Auto, so change das. Und jetzt wird wieder rumgeheult. Ne? Ah ja, wird rumgeheult. Ah ja, ich habe das OP-ste OP-Auto und ich komme nicht damit weg. Das ist nicht so OP. Doch, das ist schon stark. Ich hätte halt, das Problem ist, du hast halt mit Army Aim angelegt, weißt du? Nee, das ist kein Army Aim, das ist einfach nur Glück. Ah, da kommt er. Er fällt wieder hoch. Oh mein Gott, das Leggy hier. Ja, aber dafür, dass er so lange bremst, ist das Auto echt lange stabil. Digga, also wenn ich damit noch entkomme, dann entkomme ich halt. Ja, keine Chance, da ist er. Ne, das war's. Das fährt nicht mehr. Ja, okay, ein Leben weg. Damit kriegt ihr, damit habt ihr euch nochmal einen schönen Spinrad freigeschaltet. Und vielleicht ist es. Braucht man nicht, alles gut. Nee, alles gut. Passt schon. Der letzte Spinrad, weil danach habt ihr gewonnen, wenn ihr mich nochmal erwischt. Let's go. Okay, Jungs, seid ihr ready fürs Glücksrad? So. Nee. Wer will als erstes? Ich. Okay, es dreht sich. Es dreht sich schon hier, mein Lieber. Es dreht sich nämlich. Ich habe noch ein Leben und zwei Autos. Plötzlich hat sich das Blatt gewendet durch das Glücksrad. Oh, 98. Ja, 98. Was haben wir denn da? Die Nummer 98, Leute. Da könnt auch wieder ein Uwe. Ich habe hab einfach was Schlechtes. Was ist das denn? Nein, was ist 98? Oh mein Gott, was ist das? Ein Radius. Stark, das ist das was. Das war's. Okay, direkt auf Reifen, direkt auf Reifen, nächste ist Blackjack. Oh, komm schon, bitte. Und. Oh, irgendwas von ganz vom Anfang. 15. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, weil wenn Blackjack jetzt ein schlechtes. Nee. Oh mein Gott, zwei GTA-Autos! Alter, schon klar, wenn du eins klaust, dann dürfen wir auch wieder neue machen, ne? Ja, das können wir gerne so machen, Jungs. Weil jetzt tut mir ja leid, mit den Autos werdet ihr niemals beide aufhalten können. Aber wir verstecken uns. Let's go. So, Jungs, ihr dürft natürlich wieder versuchen mit euren Autos. Das Ding ist, ihr habt einen Vorteil, ne? Soll ich euch sagen? Hm. Ich könnte euch mit ein paar NPCs hier auf den Straßen verwechseln. Wirklich? Stimmt. Ich könnte gar nicht denken, wer ist. Ob das jetzt ein NPC ist, ob es jetzt Polizei ist oder was weiß ich auch immer. Wisst ihr, wie ich meine? Kann alles theoretisch sein. Ist alles möglich. Aber ihr müsst euch auch gut absprechen, gut kommunizieren. Und deswegen, wenn ihr das gut macht, dann schafft ihr es auch wegzukommen. Blackjack, wir sind unten, ich bin unten. Da ist alles clean. Er hat das Auto geklaut, Ober, oben. Oh mein Gott, bin ich clean durchgefahren. Oh mein Gott. Jungs, ich glaube. Also, guck mal, ja, das Ding ist, ich glaube, ich bin einfach. Weil ich jetzt alle Reifen habe, ihr werdet mich niemals einholen können. Also mit den Autos. Guck mal, das Ding ist, das einzige, was Ding war, Amir war so ein kleiner NPC-Ding. Er war so ein bisschen getarnt als NPC, muss ich sagen. Kam dann plötzlich mir entgegen. Ja. Aber Bro, also wenn ihr mich wirklich jetzt einholt mit den Autos. Niemals. Er fährt Richtung Flughafen, glaube ich. Nee, Junge. Also ihr könnt glauben, ihr könnt spekulieren, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber es tut mir. Ich seh ihn noch. Ja, vielleicht siehst du mich noch kurz, aber das war's. Guck mal, ich muss nicht mal irgendwie großartig. Panic Cave Arena, Autobahn. Oh, schnell, ich fall runter die Autobahn. Ja, das war's dann auch schon. Das war wohl dann auch die. Ich glaube, ich seh ihn noch nicht. Nee, das war's, Jungs. Also ich sag euch so, es tut mir leid. Da muss ich aber auch leider sagen, ihr habt leider auch gar keine Chance. Ihr habt keine Chance, Jungs. So, ich versteck mich jetzt schon. Du versteckst dich mitten im Auto. Digga. Was so leuchtet. Bro, als ob du hier hinfährst. So, das ja, der hat doch gesagt, Macebank Arena vorbei. Ja, und dann bist du plötzlich. Fahr halt auch mal Kurven. Und dann bist du plötzlich ganz zufälligerweise in einem Ganggebiet gelandet. Der ist im Kanal unten. Ja, okay. Bin nur gerade ausgefahren. Officer Blackjack, guck mal. Ich weiß, dass ihr euch jetzt vielleicht schlecht fühlt, weil ihr jetzt nicht so gute Autos habt, aber ihr müsst ja nicht gleich Hackmack aktivieren. Digga, lustig. Du hörst dich an wie so eine schlechte Festplatte, weißt du das? Ja, ist okay. Wo bin ich denn jetzt, Hackmack? Du bist im Kanal, aber wo? Keine Ahnung. Im Kanal bin ich. Ach so, im Kanal. Kanalisation, gell? Okay. Also das Ding ist, ich weiß nicht. Schon wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier noch rumfährt oder nicht, irgendwo, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Jungs. Ich glaube nicht, dass du irgendwo bei Arena bist da. Du bist nicht gerade eben reingefahren. Ja, okay, Digga. Die cheaten einfach wirklich komplett. Also wirklich. Nein! Dass ihr auch wirklich. Nein, da hinten ist der! Nein! Ich dachte, der wäre noch da! Also, dass ihr auch wirklich cheaten müsst, ey. Bro, du bist literally an mir vorbeigefahren. Ich bin kurz wie ein NPC sogar extra noch gefahren. Wie ein NPC gefahren? Ich schwöre auf alles, ja. Ich sag so, du sagst ja, Blackjack, wo bist du? Ich dachte, ach komm, egal, ob man sich wie was Pinkes an mir vorbeifährt.
Ja. Oder keine Ahnung, wo der ist. Jungs, ich glaube, also es tut mir wirklich leid. Es war eine coole Verfolgung, aber ihr habt leider keine... Komm, gib uns einen Hinweis. Kurzen. Nein, Bro, ich habe noch ein Leben und ein Auto vor mir. Ihr dürft einmal changen, ja, aber ihr dürft euch auch zu mir porten. Ich bin hier am Rand der Map komplett. Am Rand der Map? Ja. Oh, hier bist du, was geht. Am Rand der Map. Lol. Ja, ja, Digga. Jungs, schon sagen, letzter Change, letztes Auto ist OP Rolls Royce Cullen. Entweder habt ihr Glück oder Pech. Let's go. So, wer will als erstes sein Auto changen? Amir will immer zuerst. Das SUV Lucky Wheel. Ich bin gespannt, ob jetzt. Guck mal, das Ding ist, wenn du jetzt ein GT-Auto bekommst, ist vorbei. Da muss ich auch sagen, egal wie viele platte Reifen, ich glaube, der Rolls Royce Cullen, dann kommt er weg. Ach, das hast du gerade eben auch gedacht, sag ich dir ehrlich. Ja, Bro, nee, als ich heute OP-Autos gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es schwerer. Was zum? Nee, Spaß, ist das hier. Wollte ich ein bisschen trollen. Was ist das? Du hast ein normales Auto bekommen? Ja. Oh mein Gott, ein Kavalkade. Ja, okay, ja, Jungs, okay. Blackjack. Du bist, also, Armin. Ich kämpfe schon mal vom Kali, dann das direkt platt auf. Armin, weil. Voraus einfach am besten schon platt schießen. Nein, das hilft nicht. Oh, komm, ein bisschen weiter hinten. 37. 38. Nee, 38. Ich bin jetzt echt gespannt, ob Blackjack noch ein OP-SUV bekommen kann oder nicht. Nein, ich sehe schon Escalade. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Ja, okay. Ja, aber sau langsam. Ja, Jungs, das war's. Ich gehe mich verstecken. Let's go. So, Jungs, ich sag euch so, letztes Leben, letztes Glück, meine lieben Officers. Wo fährt ihr denn rum? Erzählt mal ein bisschen was. Alles gut, ich bin hier. Ja, ja, ich sehe Blackjack. Wo ist Amir? Hallo. Auf mit dem Stalken. Ich sehe dich, Bro. Hier kriegst du noch ein bisschen... Hey, hallo. Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Oh nein, Blackjack. Oh Mann, welcher bist du überhaupt? Der Hinterste. Ja, okay, ich helfe dir. Komm, ich helfe dir doch. Also ich sag so, Blackjack, es ist alles gut, wie du es machst. Alles ist immer gut. Aber das Wichtigste im Leben ist ja nicht, wie du es machst, sondern warum du es machst. Ich sag euch ehrlich... Ich fahr mal drumherum. Ich glaube, das ist irgendwo. Versteckt sich irgendwo. Fahr mal drumherum, Blackjack. Fahr mal drumherum, Blackjack. Ich bin eingestiegen, er hat mir schon platt. Ja, aber Jungs, egal, ich glaube, das wird trotzdem nichts. Ihr habt zwar zwei Reifen geschossen. Reifen kaputt geschossen, aber das wird nichts. Also, Arme, krass, das versteckt. Du warst geparkt. Danke. Ich hab einfach irgendwie GTA-Auto, ist nicht aufgefallen. Ich bin nicht aufgefallen, du warst halt einfach blöd. Problem ist, jetzt erkenne ich Amir nicht, wenn ich jemanden wegramme. Nee, aber Bro, ich sag euch so, das Problem ist eher nicht Amir zu erkennen, sondern eure Autos sind einfach zu Müll. Ihr habt zwei Reifen platt geschossen, das ist so eine krasse Aktion. Oh nein, aber Bro, Essen komm, ich seh nicht mehr. Er ist hinter mir wahrscheinlich. Ja, Bro, mein Auto ist so schnell. Ich bin hinter dir. Bro, also das war's, Jungs. Also, vier Reifen beim Rolls Royce platt, okay. Zwei ist hart. Seht ihr mich noch? Nee, keine Ahnung, wo du bist. Das ist ein Autobahn gerade. Das hört sich noch ein bisschen so an, als hättest du eine Ahnung. Der fährt da unten im Kanal! Ja. Aber wie soll ich hier runterkommen? Keine Ahnung, Bro. Ja, toll. Hier gibt's keinen Weg runter. Nee, keine Ahnung, wo der ist. Echt, du hast ihn sogar noch im Kanal gesehen. Also ich sag euch so, Armin tut mir eh leid, der kommt wahrscheinlich gar nicht hinterher. Blackjack vielleicht mit seinem Escalade ein bisschen. Ja, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich irgendwo den Berg da hoch. Fahr mal den Berg da geradeaus hoch. Ja, Bro. Berg ist auch ein richtiges Stichwort. Ich sag euch so, fast hattet ihr mich. Aber leider... Warte, ich geb noch nicht auf. Ich will den Berg noch absuchen. Du bist irgendwo auf dem Berg, Digga. Ja, okay, such den Berg ab, Bro. Such den Berg ab. Willst du aufgeben jetzt vielleicht? Langsam? Nee, kein Plan. Also... Oh mein Gott, das ist so arg. Oh, wie soll man den finden? Bro, ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ich kann es dir selber nicht sagen. Amir ist zu leise. Ich habe das Gefühl, Amir hat gesehen, wo ich bin. Ja, wo? Nee. Gibt ihr auf jetzt? Nee, noch nicht. Ich gebe noch nicht ganz auf. Ich habe irgendwie auch ich könnte auch noch kriegen. Niemals. Das Ding ist, ich bin wie ein Labyrinth gefahren. Wenn du wirklich jetzt mir hinterhergekommen bist, dann cheatest du. Vielleicht cheat ich auch. Ach so. Jungs. Was geht? Nein, du cheatest. Nein, cheatest. Hä? Wie? Warum? Bro. Wenn du mir sagst, wo du bist? Wie? Wo bin ich? Ach so, du hast einen Discord-Stream vergessen, ne? Oh mein Gott, ich hab den Discord-Stream vergessen vom Glücksrad. Ich hab's denn übertragen. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott!
er sagt zu mir, Cheater. Ihr habt euch die ganze Zeit gesehen. Ja, ja, ich bin deswegen extra andere Seite schon reingefahren. Oh mein Gott, ist das smooth gewesen. Leute, ich habe die Bildschirmübertragung angemacht, um den Jungs das Glücksrad zu zeigen, was ich gedreht habe, damit sie mitfühlen können. Und habe vergessen, den Stream auszumachen am Ende. Und die konnten jetzt die ganze Zeit im Bild... Oh mein Gott, ihr habt mich... Ja, aber Jungs, die... Ja, es bringt halt nichts, aber trotzdem war lustig. War übel lustig, oh mein Gott. Aber ich sag euch so, der Rolls Royce, der ist zu krass. Ich komm auch nicht hinterher. Digga, du sagst, ey, das ist ja... Also das war echt ein legendärer Abgang, Jungs. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich hab's versucht, was soll ich machen? Das war echt, aber ey, geiler Move am Ende der Folge, Jungs. Aber ich muss leider sagen, das war's. Also das Ding ist, die kommen wir heute gar nicht hinterher. Ja, keine Ahnung, wo der ist, Bro. Mein Auto ist leider so schlecht hier in der Kanalisation. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, vor allem im Tunnel. Irgendwie vor mir rausgeschanzt kommen. Okay, Jungs, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und bis zum nächsten Video. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, Digga. Digga, Jungs, das ist... Ey, Jungs, wir beenden das Video. Da oben ist er. Wie? Ah, Blackjack, ich wollte gerade sagen, guck mal da hinten. Blackjack hält zufällig an und sagt, guck mal, da oben ist er. Ja, ja. Der Ami ist neben mir, weil Ami da stand. Ja, ist okay. Aber wenn du das nicht gesehen hast. Ja, Jungs, ihr könnt gerne weitermachen, wie viel ihr wollt, aber ihr könnt einfach... Ich hab gedacht, das ist vorbei, das Video. Ja, ich hab's schon auf Moderation gemacht, bis Blackjack... Ja, also. Bis Hackmack wieder gesagt hat, dass er mich plötzlich da oben gesehen hat. Aber ja, aber ich dachte, das Video ist vorbei und ich war bei Ami schon. Ami war neben mir. Ja, Jungs, das Video ist vorbei und es war's für euch. Tut mir leid. Da können wir leider nichts machen. Wir beenden es. Die armen Jungs haben keine Chance, mit den letzten Autos da dran zu kommen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh, nein, ich bin auf dem Dach gelandet. Ciao. Oh, doch nicht.